Aber ich kann es mir auch nicht anzeigen lassen, wie es geht. Okay, ich guck nach. Ich nehme da nicht auf. Ja. So. Iron Chest. Nee, Diamond Chest. Das wird mir erstmal schon mal reichen sogar. Das ist eine... Ah, okay. Verstehe. Ah, oben und unten Glas und dann... So. Nach und mit Glas. So, und jetzt muss ich glaube ich noch... Oh yeah, okay. Jetzt kann ich die Crystal Chests einfach hier reinstecken. Ja doch, es lädt sich auf. Und davon kann ich jetzt ein paar machen hier. Zwei. Naja, ich hole mal noch ein bisschen was. Wir haben ja auf jeden Fall schon ein paar Crystal Chests. Geht das schneller im MFSU? Ja, hat 512. Output. Ja, aber ob das immer alles so hinhaut, weiß man nicht. So. Was kann ich denn mal in der Zwischenzeit machen? Mein Reaktor kann ich ja nicht bauen. Du kannst nochmal. Ach, hier, oh, ich bin schon 4, sehr gut. Könntest natürlich für unseren Hauptdingens nochmal ein paar Solarpanels bauen. Nee, Solarpanels sind immer so scheiße zu bauen. Na gut, dann nicht. Also Solardinger sind wirklich ätzend. Ich suche gerade was mit einem hohen EMC. Das ist jetzt nicht so, dass wir nicht genug hätten, aber... Ich gehe glaube ich mal nach oben und hole mir da was. Oh, da fällt mir ein, ich habe übrigens das ganze Uran verbraucht. Das ganze? Ja. Naja, vielleicht bringt unser Ding jetzt ja was nach oben. Guck mal, ob da was hingelangt gepumpt wird. Oh, Moment. Bei unserem, Ich nehme auch mal den Nova Catalyst mit. Oder wie er heißt. Das. Destruction Catalyst. Boah. Und die. Oh Gott, was war das denn? Ich bin ja quasi voll schräg geflogen. Das müsste hier jetzt der Mietzirkus sein, der da im Hintergrund läuft. Mietzirkus? Ja. Was ist das denn? Das ist. Von lass mich lügen. Nee, lass ich nicht. Na, wie heißt das Spiel? Psychonauts. Habe ich auch noch nicht gespielt, wollte ich auch unbedingt nochmal. Zuerst dann mache ich eine Kiste, wo alles anfängt, sozusagen. Welchen Tunnel soll ich denn mal graben? Ich glaube, ich nehme mal den hier. Oder? Ich nehme einfach mal den hier. Tu das. Und hab Lava angebohrt. So, jetzt läuft man eben unten lang. Hier, wir haben noch Uran, also alles gut. So, dann baue ich jetzt hier die Crystal Chest. Ist jetzt egal, ob es gerade, obwohl eigentlich muss es gerade sein. Ich habe keine Fackeln dabei. Ist die Tür, haben wir die Tür eigentlich mittig platziert, ja, ne? Welche Tür? Diese Tür hier. Dann. Kann man den eigentlich auch mit Redstone antreiben, den Nova Catalyst? Ich glaube ja, ne? Ja, kann man glaube ich, den Destruction jetzt. Ja. Ja. Ist mir nicht sicher, dass man das kann. Wunderbar. Und ich habe keinen Fackel dabei. So.
Das hier muss abgerissen werden. Oh, jetzt haben wir mal hier eine Crystal Chest hin. Da ist die ganze Kram immer ab. So. Oha. Das kommt alles weg. Ich fange jetzt mit der Dingens an. Mit dem Atomreaktor? Nee, ich glaube, das war dein Plan. Was mache ich dann das nächste Mal, wenn du aufnimmst? Ja, das kannst du gerne machen. Eigentlich wäre das. Oder kostet das zu viel Zeit, oder was? Ja, das kostet im Moment auf jeden Fall zu viel Zeit. Okay. Oder zumindest werde ich dann mal auf Screen was vorbereiten, die ganzen Sachen zumindest schon mal ansatzweise craften. Mit den. Vor allen Dingen brauchen wir dafür auch noch Glowstone. Die ganzen Advanced Circuits, das ist jetzt eine Arbeit. Und dann noch deutlich mehr Wasser abpumpen. Ja. Da war bei mir gerade ein FPS-Einbruch. Hier kannst du ja mal gucken, ich sehe es ja hier immer auf meiner Tastatur. Stimmt, ja. G15. Das ist natürlich, auch das High-End-Equipment. Ich sitze hier gerade mit einem hässlichen lila Kopfhörer auf, weil mein guter Kopfhörer natürlich nicht hier ist. Ja. Bei mir ist es halt noch genau andersrum, dass mein Equipment hier ist. Aber eigentlich hätte ich mein Equipment lieber in der Stadt der Let's Player. Kann man ja irgendwie schon sagen, dass es die Hauptstadt der Let's Player ist. Habe ich so das Fast Gefühl. Schon, ja. Es kommt dem nahe. Ich meine, wer ist da nicht? Rahmschnitzel ist da nicht. Amras ist da nicht, aber Amras sagt wahrscheinlich den wenigsten was. So, jetzt schmeiße ich hier immer rein. So, ich hab jetzt Holz und ich hab jetzt Kohle. Und mit Kohle mache ich richtig Kohle. Mensch, das war ein richtig guter Rhyme. Ja, ne? Fand ich auch so. Mit leckere Wehl brauche ich ja nicht. Le Greville. Le Greville. Le Greville. So. Was ist denn da los? Achso, das ist ein Überreste. Nachts sind alle Überreste. Schwarz. Überreste war, war das beste Item. Das beste Item in Pokémon. Überreste. Ja, stimmt. Und das hat vor allen Dingen immer mehr geheilt als. Es gab später ja noch was Sägesang oder so. Ja. Ja, gut, das war dann schon in dem neuen Kram. Das war. Schon immer nicht so mehr das interessiert. Ah, glaube ich. Stimmt, das kam schon in den. Gold. Nee, oder? Doch. Nee. Also allerspätestens eine Rubin. Ja, das kann schon eher sein. Ich schreibe dir ja im Moment einen Artikel über Pokémon. Ich wusste das. Mhm. Ich bin ja nebenbei redaktionell tätig. Das ist richtig. Das haben wir aber auch schon 100-mal erwähnt ungefähr. Ja. So. Die Seite dürfte man eigentlich auch relativ leicht dann per Google rausfinden lassen. Du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube schon. So, ich werde versuchen, so eine Art Timbuktu für Arme zu schaffen. Das war nicht mein Plan. Achso, schade. Also, ich befülle hier gerade unten mal das Pump-System. Pam. Ich finde es irgendwie merkwürdig. Im Singleplayer, ne? Ja. Hat man die Laserschussgeräusche selber und hier im Multiplayer hat man es nur, wenn irgendjemand anderes das Zeug abfeuert. Nee, du wirf den nochmal weg und ich bin nochmal auf. Mal sehen, vielleicht klappt das. Nö. Nee? Hm. Kabel, Kabel, Flint, Kabel, Dirt, Kabel, 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 Kabel. Hopper. Oh, Uran ist wieder dabei. Redstone. Mobius Fuel wird jetzt umgewandelt in besseres Zeug. Ja, das ist dann die höchste Stufe, die da, glaube ich, kommt. Mhm. Nice, nice. Finde ich aber auch. Hopp. So, das hier, das bräuchte ich, das bräuchte ich. Gunpowder. Noch von.
Wir können ja eigentlich mal erzählen, warum wir Hühnchen so toll finden. Beziehungsweise, wie kam das eigentlich damals überhaupt? Ich weiß auch nicht. Blöde. Jugendliche Naivität und Dummheit und Fairness. Oder ja. Ja. Da kann ich nur zustimmen. Wir waren ja auch die AG. Richtig. Es hatte zwar weder was mit einer Arbeitsgemeinschaft noch mit einer Aktiengesellschaft zu tun, aber naja. Das liegt ja nicht in unserem Ermessen. Es liegt daran, dass wir voll die Suchtis waren. Das ist richtig. Aber nicht WoW oder so ein Scheiß. Nee. Scheiß ist halt objektiv, weil ich WoW nie gespielt habe. Ich schon. Habe ich aber auch schon erzählt. Ne? Ja. 3 Monate circa. Weil du auch nichts Besseres zu tun hattest. Richtig. Das waren auch schon die Zeiten, wo man einfach mal knallt in diesen 3 Monaten ohne Probleme auf 70 kam. Ich habe mal einen anderen Kumpel gefragt. Ja. Der meint, man kommt in 9 Tagen auf 80 oder 90. Ja gut, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Sucht. Nö, nicht mal. Du kennst ja Benny, aber nicht Benny, sondern den anderen Benny. Der auch aus dem Ort kommt, wo ich herkomme. Ja, den kenne ich. Ja, der zum Beispiel. Tatsache. An dieser Stelle schöne Grüße, Benny. Ja, schöne Grüße, Benny. Sehe ich auch. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Ha? Zum einen, dass ich irgendwann hoffentlich ein richtig geiles, also ich habe nochmal nachgefragt, das Internet, was ich, wenn es denn irgendwann funktionieren sollte in Köln, bekommen sollte, ist, glaube ich, 100.000. Also dann richtig. So könnte man es auch machen. Richtig geil. Das wäre auch eine Idee, was ich gerade vorhabe, dass man das. Was hast du denn vor? Ich schau mal eben ganz verwitzt drüber. Man könnte. Nehmen wir, ich kann das auch einfach erzählen. Man kann die Kiste praktisch nach links machen und dann lässt man immer alles eine Etage weiter nach oben gehen. Was nicht sortiert wird und alles andere immer. Holy crap, ich bin gerade, hab grad auf deinen Bildschirm geguckt und bin gelaufen, wäre gerade fast irgendwo reingefallen. Ist die Frage mit unserer Armor. Na gut, in Lava verbrennt man wahrscheinlich trotzdem. Und wir können uns gegenseitig, wenn wir das dann voll ausgerüstet hätten, nämlich nur mit ganz schön viel Schaden töten. Mit einem Nano-Saber töten. Ja. Kiste. Ich brauche immer noch mal eine Kiste hin. So. Und dann mache ich die andere Kiste. Das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Ein bisschen. Meinst Und die mache ich dann hier hin. Das passt schon. So. Und das wird dann ein ganz einfaches Prinzip. Und zwar. Klick. War das jetzt schon so? Ja, es funktioniert. Das muss ein bisschen tiefer. Wo sind meine Fackeln? Hier. Und dann wird da immer Folgendes gemacht. So. Was sortiert wird, wird nach rechts geschossen. Was mir hier gerade so durch den Kopf geht. Wenn man selber so Let's Plays macht. Ja. Hast du inzwischen eigentlich den Skyblock fertig? Nee, immer noch nicht. Wollte ich jetzt nächste Woche Montag eigentlich noch schnell. Da muss ich zwar eigentlich lernen, aber ja. Das kann ich noch übrig. Zumindest raushauen. Ja. Wollte ich noch zumindest. Oder hast du schon aufgenommen? Das fertig machen. Nee, noch nicht ganz. Nee, das dauert eine Stunde Aufnahme, brauche ich noch oder so. Aber das lässt sich ja machen. Und dann kann ich beim Rendern dann praktisch lernen. Ja. Das lässt sich schon. Guckst du noch deutsche Let's Player? Hin und wieder. Einige. Also ich muss ja sagen. Aber weniger, also Minecraft Let's Play nicht viel, sondern eher so Mod Reviews, wo ich gerne. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe irgendwie
gar keine Zeit mehr dafür. Also das liegt auch daran, dass ich gar kein Internet habe. Aber irgendwie interessiert mich das auch nicht mehr so. Also ich weiß halt, was so die anderen großen Let's Player machen an Projekten und plane dementsprechend, was ich machen kann. Ja. Also, dass ich da irgendwelche Titel rausbringe, die nicht eh favorisiert bei denen geguckt werden. Aber irgendwie, die einzigen, die ich wirklich noch schaue, sind zwei englische. Dieselben zwei oder ein Kanal? Nee. Verschiedene, also auch nicht die gemeinsame Work, die du meinst. Okay. Sondern wirklich von zwei unterschiedlichen Typen. Ich glaube, das kann man auch einfach sagen, weil das auch jeder macht. Zumindest jeder Kleine. Und zwar schaue ich den Yogscast. Ja, gucke ich auch sehr gerne. Aber da nur Blue Severs. Also Lewis und Simon. Ich gucke da auch noch Sips und Shin. Und Headfilms. Weiß nicht, ob dir das überhaupt was sagt. Doch, habe ich schon mal gehört, aber... Das sind zum Beispiel die Trailer für Minecraft machen. Achso. Ja, dann sagt mir das was. Sieben Diamanten habe ich schon wieder gefunden. Das dürfte eigentlich doch wieder genug produziert werden. Und ich brauche gleich mal Nahrung. Das heißt, ich komme gleich einfach mal nach oben. Voll. Ich kann. Na, die Wand reiße ich noch ein. Zack. So. Das habe ich gemacht. Ach ja, ich wollte Steine schmelzen. Mr. Lasagne. Steinschmelzer. Anders, das muss ich anders nennen. Mr. Lasagne. Steinschmelzer. So. Jetzt muss ich die jetzt loswerden, die ganzen Steine. Iron Ore, Gravel, Tin Ore, Copper Ore. Charcoal. Glas brauche ich eigentlich auch nicht. Hast du die Heizung zufällig noch an? Nee, ich habe sogar das Fenster auf, wie du siehst. Ist warm hier, ne? Ja, das ist irgendwie... Ich denke, das kommt davon, weil da die Schrankwand hinter einem ist und das quasi nochmal so extra... isoliert ist, ne? Ja. Vor allem deine Klangisolation. Genau. Machst du eigentlich ab und zu mal in deinen Let's Plays Werbung für deine Drums? Nö, da habe ich schon lange nicht so hochgeladen. Muss ich irgendwann mal wieder machen. Muss ich mal wieder machen. Das ist mir der Zeit. Hier und da und hier ein bisschen Glas in der Mitte. Wäre das die Schlagzeuge, würde ich ja sagen, komponier doch einfach mal was, ein Jingle für deine Sachen oder so. Ja, kann ich machen. Aber da waren Diamanten, ist es halt... Das war Diamanten übersehen, das macht mir aggressiv. Das ist auch schon lange her. Ja. Du hast da, das ist schon ewig her. Ja. So. Nee, ich habe auch das. Steine? Inzwischen habe ich auch das Gefühl, dass ich alt werde. Ich, Es klingt, Ich kenne das. Eigentlich bin ich nicht alt, aber es ist halt wirklich, dass man einfach schon weiß, dass manche Sachen ewig her sind. Ich verstehe, was du meinst.